Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Guten Morgen und frohe Ostern. Ich begrüße euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Wochenspruch für heute am Ostersonntag steht in Offenbarung 1, Vers 18. Christus spricht: Ich bin der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Jesus lebt. Der Altar, der am Freitag noch abgedeckt war und ganz in Schwarz, der ist heute wieder gedeckt. Die Kerzen brennen, die Bibel ist offen, die Blumen stehen da. Das Altarbild, am Freitag schwarz zugedeckt, das strahlt heute wieder und wir sehen den auferstandenen Jesus. Halleluja! Es ist so ungewöhnlich, dass wir diesen Festgottesdienst nicht mit einer großen Festgemeinde feiern. Hier in der Kirche würden wir das gewöhnlich tun und es ist uns immer jedes Jahr so eine Freude. Dies Jahr haben wir das nicht. Und doch bleibt die Osterfreude, doch bleibt die Osterbotschaft, die wir feiern. Und das wollen wir heute in unseren Häusern feiern, mit diesem Online-Gottesdienst. Wir haben versucht, ihn zu verschönern. Conny Ortmann hat uns ein Orgelvor- und Nachspiel geschickt. Das eine habt ihr schon gehört. Dafür vielen Dank. Heute singen wir auch die große Doxologie und hören Sänger und Posaunenchöre. Möge dieser Gottesdienst euch zum Segen werden. Lasst uns ihn fröhlich feiern. Der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist segne seine Gemeinde und alle ihre Glieder nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen. Lasst uns nun den ersten Gesang singen. Wir wollen alle fröhlich sein. Lasst uns beten mit Worten aus Psalm 118. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns darin uns freuen und fröhlich sein. Herr, erbarme dich
Christe, erbarme dich. Herr, erbarme dich unser. Amen. Hallo und der soll Gottes sein. Sonntag finden wir aufgeschrieben im ersten Brief des Paulus an die Korinther im 15. Kapitel, die Verse 1 bis 11. Ich erinnere euch aber, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr selig geworden seid, wenn ihr es so festhaltet, wie ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr es umsonst geglaubt hättet. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten heute noch leben. Einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Ob nun ich oder jene, so predigen wir und so habt ihr geglaubt. Halleluja. Das Evangelium für heute steht in Markus 16, die Verse 1 bis 8.
Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und um ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an. Und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie entgriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Hier endet die Lesung. Heute ist ein hohes Kirchenfest. An solchen Tagen sprechen wir das nizänische Glaubensbekenntnis. Lasst uns deswegen die Worte von diesem Bekenntnis gebrauchen, um unseren Glauben heute mit der gesamten Christenheit zu bekennen. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor alle Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seine Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten, und die eine heilige, allgemeine und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen. Lasst uns nun den nächsten Gesang singen: Gelobt sei Gott im höchsten Thron. Thank you.
Die Gnade des auferstandenen Herrn Jesus Christus sei mit uns allen. Amen. Ich habe am Donnerstagmorgen eine Andacht über das Buch der Offenbarung gehalten und per WhatsApp verschickt. In dieser Zeit hören wir viele Leute, die Sachen über dieses Buch sagen, viel davon wirklich auch Unsinn. Ich möchte deswegen heute noch einen wichtigen Text aus der Offenbarung zum Predigttext nehmen. Er kommt aus den Kapiteln 5 bis 7, sind verschiedene Verse, die über das Lamm sprechen. Hört sie euch mal an. Und ich sah mitten auf dem Thron ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Ich sah und ich hörte eine Stimme, viele Engel um den Thron, und ihre Zahl war viele Tausende, 10.000 mal 10.000. Die sangen mit großer Stimme: Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig, zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern. Diese sind's, die aus der großen Trübsal kommen und haben ihre Kleider gewaschen und haben sie hell gemacht im Blut des Lammes. Und das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen lebendigen Wassers, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Herr, segne du Reden und Hören. Amen. Ich kann behaupten, als unsere Jungs noch klein waren, da haben sie gerne gemacht, als ob sie Tiere waren. Mark war am liebsten ein Löwe. Wenn er sich im Midlands Mall von irgendeinem Fremden bedroht gefühlt hat, wenn sie so kam, um zu grüßen, dann hat er ihn einfach angebrüllt. Philipp war auch gerne ein Löwe, aber eigentlich lieber noch ein Drache. Könnt ihr sehen, was da passiert? Sie wollten gerne die großen Tiere sein, die starken Tiere. Ein Löwe und ein Drache, vielleicht auch ein Tiger, aber nicht so gerne ein Schwein oder eine Kuh und nicht ein Lamm. Und nicht nur Kinder denken so, auch Erwachsene, auch Leiter und Könige mögen viel lieber von sich denken, sie seien ein großes, starkes Tier, viel lieber als ein Schaf. Denk mal an die Landesflaggen oder Wahrzeichen oder Logos der Welt und ihre Länder, Provinzen und Königshäuser. Die meisten sind Löwen und Drachen und Adler. Wikipedia erzählt uns, dass über 600 Flaggen der Welt und ihre Länder, über 600 Provinzen und Königshäuser ein Löwe drauf haben. Aber Länder, die ein Schaf drauf haben? Da sind welche, aber es sind sehr wenig. Und die, die es haben, haben es ganz bewusst ausgesucht, um ihr Christentum zu zeigen. Wegen das, was ich euch heute erzählen möchte. Ja, das Lamm. Das Lamm ist ein ganz bekanntes und sehr altes Symbol. Schon sehr früh wurde es gebraucht, um ein Opfer darzustellen. Viele Gemeinschaften und Religionen, darunter auch die Juden, haben Schafe gebraucht, wenn sie ein Opfer bringen wollten. Und es ist dieses Symbol, das die frühe Kirche aufgegriffen hat. Ich zeige euch mal eben so eins. Es ist ein ganz bekanntes Symbol. Die Christen gebrauchen es schon jahrhundertelang. Die Herrenhute gebrauchen es, und deswegen sehen wir es immer auf unseren Losungsheften. Guckt es euch mal an.
Es ist ein Lamm, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Es ist Jesus Christus. Viele Tiere werden gebraucht, um uns bildhaft etwas über Jesus zu sagen, in der Bibel schon, aber auch in unseren Kirchen, auch ein Löwe. Das, was aber bei weitem am meisten vorkommt, ist nicht ein großes, starkes Tier, das jeden beeindruckt. Nein, es ist ein Lamm. Auf unsere Losungshefte finden wir es, in unseren Gesangbüchern finden wir es, sogar auf dem Kirchenfenster hier hinter mir finden wir es. Guckt mal. Seht ihr es? Ecce Agnus Dei. Siehe das Lamm Gottes. Ein Lamm. Es symbolisiert Geduld, Sanftmut, Unschuld und noch mehr. Und wie ich schon gesagt habe, auch ein Opfer. Es wird natürlich mit Jesus verbunden, weil er sich für uns geopfert hat. Vor 2 Tagen am Karfreitag haben wir das zusammen bedacht. Jesus erlaubt, dass er zum Opfer wird. Dass er das Lamm wird, das der Welt Sünde trägt. Er wird für die Sünde der Welt geopfert. Die Idee kommt schon vom Passafest her. Das Passalamm wurde geopfert und sein Blut für die Sünde der Menschen vergossen, den Menschen zum Schutz. Jesus wurde am Passafest das Lamm für uns alle. Er wurde ein für allemal am Kreuz das Opferlamm, um unsere Sünde auf sich zu nehmen. Kein Wunder, sagte Johannes der Täufer, als er Jesus zum ersten Mal in der Öffentlichkeit sah, siehe, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und im Predigttext, in den Versen, die ich vorhin vorgelesen habe, hören wir auch was davon. Die große Menge Leute aus allen Ländern, die sich selbst im Blut des Lammes gewaschen haben, stehen vor Gott, ganz weiß gekleidet. Weiß, gewaschen, sauber, vergeben und unschuldig vor Gott. Nicht, weil sie unschuldig waren, aber weil sie durch das Blut des Lammes gewaschen wurden und vergeben sind. Durch das Blut, das Jesus Christus vergossen hat, wie es in dem Bild, das wir uns angucken, auch sichtbar ist und wie wir es am grünen Donnerstag gefeiert haben. Deswegen steht die ganze Menge weiß da. Das alleine, das, was wir am grünen Donnerstag und Karfreitag gefeiert haben, ist schon wunderbar. Aber es gibt noch gute Nachricht. Seht ihr, die Römer und die Juden wollten Jesus tot haben und sie haben es hingekriegt. Er war tot. Vielleicht haben sie gedacht, Mensch, der Jesus war ja nicht so ein Problem. Den haben wir aussortiert. Der hatte ja nichts. Schwach war er. Vielleicht hätten sie sogar gesagt, so ein Schaf, ein kleines Lamm. Und schließlich sah dies Lamm ja, wie wir es im Predigttext schon hörten, wie geschlachtet aus. Und doch lag Ostern um die Ecke. Guckt euch das Lamm, das ich euch eben gezeigt habe, nochmal an. Seht ihr, was es trägt? Eine Flagge mit einem Kreuz. Das ist eine Siegesfahne. Sogar um seinen Kopf sehen wir etwas. Ein Heiligenschein. Ein Schein, der sonst um die Häupter der römischen Kaiser gemalt wurde. Der Schein,
um dieses Lamm, um zu zeigen, dass es regiert und nicht der römische Kaiser. Und auch dieser heilige Schein um das Lamm hat ein Kreuz drin. Wir sehen davon drei Punkte. Das Kreuz war keine Niederlage. Die, die Jesus umbringen wollten, haben nicht gewonnen. Nein, das Kreuz war der größte Sieg. Dadurch hat Jesus unsere Freiheit gewonnen, den Tod überwunden und Leben gebracht. Freiheit von Sünde, das wurde am Karfreitag gewonnen. Freiheit vom Tod, das wurde zu Ostern gewonnen. Jesus hat unsere größten Feinde, die Sünde und den Tod, überwunden. Deswegen schwingt er da seine Siegesfahne. Es erinnert uns ja an die Worte vom Gesang, den wir gleich singen werden. Er war ins Grab gesenket, der Feind trieb groß Geschrei. Er erst vermeint und denket, ist Christus wieder frei und ruft Victoria, schwingt fröhlich hier und da. Sein Fähnlein als ein Held, der Feld und Mut behält. Tja, Christus hat gesiegt, er lebt. Deswegen können wir sagen, frohe Ostern. Im Opfer, in seiner Schwäche am Kreuz, zeigte Jesus seine Kraft. Und das möchte ich eben noch sagen. Es ist erstaunlich, wie oft Gott durch das arbeitet, was wie das Gegenübergesetzte aussieht. In Schwäche zeigt er Kraft. Im Tod siegt das Leben. In das, was so aussieht wie die größte Niederlage, gewinnt er den größten Sieg. Ja, Gott arbeitet oft durch das, was wie das Gegenübergesetzte aussieht. Und ich hoffe, dass ihr das erkennt und hört und auch hofft, dass Gott das bei euch auch kann. Das, was in deinem Leben dunkel oder schlimm oder schwach aussieht, kann das sein, wodurch Gott gerade arbeitet, um das Gegenübergesetzte hinzukriegen? Und wenn wir auch dadurch Tränen weinen müssen, Gott wird uns die Tränen abwischen. Vergesst das nicht. Hört heute Morgen diese Botschaft. Wenn ihr in Sünde gefangen seid, könnt ihr Vergebung empfangen und neues Leben finden. Geht hin zu ihm, bekennt eure Sünden, nimmt die Vergebung an und dann lebt wieder ganz von vorne neu und besser. Geht hin und sündiget nicht mehr, folget ihm nach. Wenn ihr liebe Leute in eurem Leben verloren habt, wenn ihr noch um sie trauert, hört auch, dass obwohl der Schmerz noch da ist und vielleicht auch bleiben wird, obwohl das Leben ohne sie natürlich auch schwer ist und wir sie vermissen, immer vermissen werden, hat der Tod nicht mehr den Sieg. Er hat nicht das letzte Wort über die, die in Christus sterben. Er lebt und sie leben auch mit ihm. Das haben wir heute Morgen auf dem Friedhof schon gesungen. Und zu guter Letzt, vergesst auch nicht, dass Gott oft durch das Gegenübergesetzte arbeitet. Das, was in deinem Leben wirklich hart ist, wirklich schwer ist, kann zu dem werden, wodurch Gott das Wichtige, etwas wirklich Wichtiges, ja sogar Gutes und Großes und Wunderbares hinkriegt in deinem Leben. Von all den Symbolen in unserer Welt, von all den Symbolen, die unsere Welt so verehrt,
ist dieses Symbol das Symbol vom Lamm, das kostbarste und wertvollste. Mit diesem Symbol sagen wir, die wir es so wertvoll finden, zusammen mit dem Predigttext: Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Unser Lamm hat Gesicht. Lasst uns ihm folgen. Lasst uns neu leben. Lasst uns ihn ehren über alles. Komm, was mach. Frohe Ostern. Amen. Lasst uns beten. O Lamm Gottes, unschuldig, wir ehren und preisen und loben dich. Schwing fröhlich hier und da dein Fähnlein als ein Held, der Feld und Mut behält. Lass auch uns den Mut behalten. Stärke uns für das, was die Welt von uns braucht. Schenke uns deinen Frieden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen nun den Ostergesang auf mein Herz mit Freuden. Thank you.
Den sechsten Vers von dem Gesang haben wir eben nicht gesungen. Und ich möchte ihn euch noch mal eben vorlesen, vor dem wir mit einem Gebet schließen. Dieser Vers sagt ja auch wirklich, worum es geht zu Ostern und wie wir darauf antworten sollen. Ich hang und bleib auch hangen an Christus als ein Glied. Wo mein Haupt durch ist gangen, da nimmt er mich auch mit. Er reißet durch den Tod, durch Welt, durch Sünd, durch Not. Er reißet durch die Hölle. Ich bin stets sein Gesell. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, gnädiger Vater, wir danken dir für das, was du durch den Tod und die Auferstehung deines Sohnes Jesus Christus geschaffen hast. Du hast über den Tod gesiegt. Er hat keine Macht mehr. Er hat keinen Stachel mehr. Du schenkst Leben und bringst Licht in die Dunkelheit. Schenke, dass dein Wort immer wieder gepredigt wird und dieses Licht und Leben verkündigt, damit Menschen in ihrem Glauben gestärkt werden und dass sie Trost finden, aber auch damit sie hören, was sie hören sollen. Wir bitten für alle unsere Gemeindemitglieder und die Mitglieder der Kirche in der ganzen Welt. Schenke sie in dieser Zeit Beistand und Geleit. Stärke Glauben, immer wieder. Herr, seitdem wir zuletzt Ostern gefeiert haben, mussten wir auch wieder Herzleid erleben. Der Tod hat uns geliebte Menschen weggerissen, so manches wurde uns zu tragen gegeben. Und jetzt gerade hat die ganze Welt mit dem Coronavirus zu kämpfen. Wir bitten, stärke heute wieder in uns den Glauben, dass du den Tod überwunden hast und auch unseren Tod und den unserer Lieben überwindest. Tröste die Trauernden, helf die Hilflosen, heile die Kranken. Schenke, dass wir treu bleiben, dass wir in dieser Zeit unseren Nächsten dienen, wo wir können. Schenke, dass wir alle in unserem Land und in der Welt zusammenstehen, um alles zum Besten zu kehren. Wir wollen dir das alles bringen. Wir wollen bitten, trage uns. Wir wollen bitten, hilf, dass wir stets dein Gesell bleiben. Und nun wollen wir dir noch in der Stille unsere eigenen Gebete für Menschen um uns, für Situationen, Sorgen und Freuden zu dir bringen. Herr, höre unser Gebet. Alles das legen wir in deine Hand im Vertrauen, dass du es mit uns gut machst. Und so schließen wir unser Gebet im Vertrauen, wie Kinder, die zu ihrem lieben Vater beten, mit den Worten, die unser Herr Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so gehet hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.